Ja, das ist jetzt hier der 22. Kongress für Familienunternehmen. Ich bin seit 16 Jahren jedes Jahr dabei, habe also 16 Jahre lang diesen wunderbaren Kongress verfolgt. Und das ist eigentlich immer so etwas wie der Höhepunkt des akademischen Jahres in Witten. Für mich ist das immer vergleichbar mit Weihnachten. Es wird sozusagen ganz lang darauf hingefiebert und dann geht es ganz schnell vorbei. Ja, der 22. Kongress stand ganz unter dem Motto tätig sein. Dieses Motto haben wir auch am WIFU ernst genommen und haben den Kongress tatkräftig unterstützt. Von den über 40 Großgruppenformaten und Workshops, die stattfanden, wurden insgesamt 16 durch Mitglieder des WIFU-Teams durchgeführt, moderiert und organisiert. Weitere 9 Workshops wurden von Mitgliedern des WIFU-Trägerkreises organisiert und durchgeführt, sodass wir uns sehr tatkräftig an der Veranstaltung beteiligt haben. Ein besonderes Highlight aus unserer Sicht war die Open Doors Veranstaltung. Hier konnten wir mit über 50 Teilnehmern die unterschiedlichen Forschungsprojekte und Aktivitäten am WIFU anhand von Posterpräsentationen diskutieren. Und da das direkt an dem Flur des WIFU stattgefunden hat, konnten wir es nutzen, am Valentinstag unsere Freunde, unsere interessierten Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer zu einer Werksbesichtigung am WIFU einzuladen. Ich glaube, das hat allen sehr viel Spaß gemacht, nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den Mitgliedern des WIFUs. Von daher freuen wir uns sehr, uns an der Stelle so präsentieren zu können.